mit diesen Länderbezeichnungen? Sind die überhaupt noch so klar definierbar? Sind die mittlerweile verfällt? Machen die Amerikaner da, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht haben die Amerikaner eine ganz andere Herangehensweise, vermischen sich da irgendwo diese, ja, diese Bezeichnung. Gibt es überhaupt noch einen richtig original englischen Tabak? Gibt es ein original Balkan Blend? Wie ist sowas? Also mich interessiert es sehr, deswegen beschäftige ich mich da so mit und ja, das ist so meine Reise im Augenblick, das, was mich im Augenblick interessiert. Und ich fand es jetzt interessant, mal diesen Tabak jetzt einfach mal so zu testen und zu gucken, so was für eine Meinung man da kommt. Würde mich freuen, wenn jemand vielleicht was zu sagt. Ja, wie ist das? Ist das Englisch? Ist das Balkan? Keine Ahnung. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Hallo Björn, deinem Aufruf möchte ich gerne folgen mit der Frage, vermischen da die Engländer was? Also ich dachte bisher immer, englische Mischungen müssen Latakia enthalten. Das dachte ich zumindest und guckte dann so auf meine Pfeife und auf meinen Tabak, den ich gerade in der Pfeife rauche. Und zwar ist die Pfeife gestopft mit dem Old London Pebble Cut. Und bei meiner Recherche zu deiner Videoantwort ist mir gerade so richtig bewusst geworden, dass es eigentlich auch eine englische Mischung ist, aber eine englische Mischung ohne Latakia. Der Tabak kommt hier in einem Strang daher. Vorgestellt wurde er in meinen Augen schon in der Community ausführlich, aber ich möchte trotzdem noch ganz kurz euch mal sagen, was da drin ist. Traditioneller Flake aus dunklem Virginia-Pech, schwarzem Cavendish und Perique. Ein Tabak mit einer feinen, natürlichen Süße, aber dennoch kräftig im Geschmack. Bedeutet Englisch in der Hinsicht dann eigentlich nur kräftige Tabak, damit so bestimmte Würztabake wie der Perique oder der Latakia enthalten sein müssen? Björn, ich kann dir leider zu einer Balkanmischung aktuell nicht sagen. Ich kann dir im Moment auch aus dem Stegreif nicht sagen, ob ich Balkanmischungen in der Tabakbar habe. Aber ich werde das Thema auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt durch deinen Denkanstoß schon etwas verwundert, weil das ist im Moment mein absoluter Lieblingstabak und wie ich jetzt ja gelernt habe, ist es ja eine englische Mischung und ich hoffe, wir kriegen noch viele schöne Videoantworten und ich kann dir nur einen wunderschönen Abend noch wünschen und sag, als wird my wings and fly, euer Eagle Pipe.